In diesem Video nehmen wir euch mit nach Andalusien, an die Costa del Sol. Wir machen Station auf dem Campingplatz Almanat. Wir besuchen mit euch den Küstenbadeort Torre del Mar, die Höhlen in Nercha. Und wenn ihr Lust habt, geht es auch nach Malaga zur Provinzhauptstadt. Habt ihr Spaß dazu? Dann bleibt dran. Weiter geht es nach dem Intro. Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Tourvlog Nummer 5. Es ist heute der 7. März und wir sind auf dem Campingplatz Almanat und haben uns ja zuletzt gemeldet vom Standort Almerimar. Und von Almerimar aus ging es dann weiter über die A7, etwa 144 Kilometer bis hier zum Campingplatz Almanat. Almanat, vielleicht kurz zur Erklärung, liegt im Prinzip direkt vor Torre del Mar, etwa 28 Kilometer östlich von Malaga. Und es ist ein Platz, den haben wir auch euch schon einmal, glaube ich, vor 2 Jahren und auch vor 3 Jahren gezeigt. Und vielleicht als Tipp für diejenigen, die hier Torre del Mar oder hier diese Region einmal besuchen: Man muss nicht erst Torre del Mar runterfahren von der A7, sondern es ist eine ganz tolle Küstenstraße. Also man kann ab Nercha bereits runterfahren oder ab Torrox und kommt dann richtig schön zum Beispiel durch Torrox und Torre del Mar und vor allen Dingen über die Küstenstraße bis hier nach Almayad bzw. bis zum Campingplatz Almanat, auf dem wir jetzt seit 18.02. seit 18.02. stehen und auf dem wir auch geplant haben, jetzt noch bis zum 15. März stehen zu bleiben. Also wir sind hier sozusagen mehr oder weniger hängen geblieben. Wir sind hier angekommen. Vorher hatten wir angerufen. Also in Almerimar hatten wir vorher schon angerufen, ob es überhaupt Sinn machen würde, hierher zu fahren. Und dann hatte Axel für eine Woche reserviert. So, und dann war das Wetter hier so schön und irgendwie lief es alles mit. Und schon beim Check-in haben wir gleich gefragt, ob wir nicht noch eine Woche dranhängen könnten. Dann, also sozusagen gleich 2 Wochen. Haben wir hier so nette Nachbarn entdeckt oder die uns. Und dann haben wir auch noch so viel gelesen von Campingplätzen, die alle voll sind, Freisteherplätze sind voll, wo die alle geräumt werden, die Camper verjagt werden. Und ja, und da haben wir dann haben wir noch mal verlängert und zwar bis zum 15. Ja. Und natürlich das allererste, was ich immer machen muss, wenn wir länger unterwegs waren, also eine Woche ungefähr unterwegs waren, das ist Wäsche waschen. Ja. Unsere neueste Errungenschaft. Oh Mann. Ein Wäscheständer. So eine Errungenschaft ist es ja nun nicht, ne? Nee, aber du hast dich immer geweigert, sowas von zu Hause mitzunehmen. Und was müssen wir jetzt machen? Auf den Sonntag fahren und kaufen. Klasse. Und da ist hier unser zweiter. Man sieht, wir sind angekommen. Ja, zum Platz selber kann man vielleicht sagen, dass also die Anfahrt hier von der N340, sie ist ein bisschen tricky. Ja, sie ist ein bisschen schmal. Ne? Wenn man von Torre del Mar kommt, hat man auf der linken Seite diese Pfähle und kann nicht ohne weiteres abbiegen. Man darf da nicht links abbiegen. Genau, man darf da nicht. Man kann da auch nicht abbiegen. Nee, kann man auch nicht. Aber ein paar Kilometer entfernt gibt es den nächsten Kreisverkehr. Und da wir fahren dann da raus, fahren durch den Kreisverkehr und dann wieder zurück. Genau. Und dann darf man auch rechts abbiegen. So, und dann ist man auf dieser, eine wirkliche Single-Track-Road ist es nicht im eigentlichen Sinne. Aber wenn sich zwei große begegnen, dann wird es schwierig. Ja. Dann muss man entweder wirklich einer rückwärts fahren oder einer muss sich irgendwie irgendwo in eine Ecke quetschen.
Ja, und wenn man dann hier den Platz sozusagen geändert hat, dann steht man hier auf einem 3-Sterne-Platz, der super geführt ist, super sauber ist. Insgesamt, die Stellplätze sind alle gekiest oder geschottert, wie je nachdem, wie man es nennen möchte. Es gibt unterschiedlich große Stellplätze. Mhm. Wir haben jetzt das Glück, wir stehen auf einem Komfort-Plus-Platz. Das heißt, er ist lang. Super breit ist er nicht, aber sehr lang. Und wir haben hier richtig gut Platz. Danach kann man dann vielleicht noch sagen, entsorgen. Dazu muss man den Platz verlassen und Richtung Parkplatz fahren. Da kann man dann rückwärts auf die Entsorgungsstation fahren. Einmal die Woche machen wir das auch. Ja, aber Frischwasser, also Trinkwasser, gibt es hier nicht. Man kann hier kein Trinkwasser in den Tank füllen. Also jedenfalls nicht mit dem Schlauch und laufen lassen. Genau, es gibt eine Station am Sanitärhäuschen, wo man Trinkwasser zapfen kann, wo der eine oder andere mit einem 10 Liter oder 20 Liter Kanister hingeht. Aber um richtig Wasser zu bunkern, gibt es hier keine Möglichkeit. Das wäre mal eine Innovation hier für den Platz, dass man ja, neben den Salzwasserleitungen oder neben dem entsalzten Wasser, was am Platz zur Verfügung steht, dann vielleicht auch Trinkwasser dort anbieten könnte. Ja, aber man könnte ja auch glatt welches System dahinter vermuten, ne? Weil Trinkwasser ist ja einfach knapp. Genau. Und wenn man das dann in 10-Liter-Kanister jeden Tag holen muss, dann geht man damit auch sparsamer um. Also genau. Es macht schon Sinn. Es macht schon Sinn. Ja. Beim Strom gibt es 6 Kilowatt Strom. Die sind im Preis enthalten. 6 Kilowatt mit 8 Ampere werden die hier angeliefert am Platz. Und mit entsprechendem Aufpreis kann man also auch bis zu 20 Ampere sich hier freischalten lassen für diejenigen, die hier im Sommer Klimaanlagen oder im Winter Heizungen haben oder brauchen oder irgendetwas. Aber den Bedarf haben wir nicht. Was wir noch sagen können, ist, auf diesem Stellplatz oder auf diesem Campingplatz stehen sehr viele Langzeitsteher und Überwinterer. Wir, wenn wir am 15. hier abfahren werden, werden genau 25 Tage hier gestanden haben und zählen damit zu den Kurzzeitcampern. Ja. Also hier ist wenig Platzbewegung. Und wenn man hier einen Stellplatz bekommt, dann gehört so ein bisschen Glück dazu. Also für eine Woche müsste eigentlich immer was gehen, aber ja, so viel Bewegung ist hier nicht. Das ist genau. Schon. Und es gibt sicherlich auch Zeiten, wo hier gar nichts geht. Oh ja, hatten wir auch hier schon. Die wird es geben. Ja. Ja, vom Standort des Campingplatzes, das Schöne an diesem Campingplatz ist im Prinzip 1 Kilometer von Torre del Mar entfernt. Und wir nehmen euch jetzt mal mit dem Fahrrad und fahren Richtung Torre del Mar. Es ist sowohl fußläufig gut erreichbar, Torre del Mar, als ja. auch gut mit dem Fahrrad zu fahren. Es gibt eine sehr schöne Promenade und das Besondere ist natürlich um diese Jahreszeit, es ist im Prinzip ein Ort, ein südspanischer Küstenort, sicherlich einer der besonderen Küstenorte und Touristenorte, wo aber auch, wenn man sich überlegt, dass da in Anführungszeichen nur 20.000 Einwohner sind, richtig Leben auf der Promenade abspielt um diese Zeit. Ne? Ich versuche mir immer aus Friesland vorzustellen um diese Jahreszeit. 4 Grad Nieselregen, der Wind kommt quer und keiner ist auf der Straße, außer diejenigen, die mit dem Hund rausgehen. Müssen. Oder müssen. Ansonsten hat man hier das komplette Gegenteil. Und auch wenn hier Winter ist, ist es für uns gefühlt schon spätes Frühjahr oder früher Sommer. Ja, es so ist kann man das hier vielleicht sagen. Heute haben wir etwa 20 Grad hier. Und jetzt auch Sonne? Jetzt kommt auch so ein bisschen Sonne. Heute war es ein bisschen bedeckt und es hat auch mal geregnet. Heute Nacht. Und auch das passiert in Andalusien. Will man nicht glauben. Okay, also vielleicht zu Torre del Mar noch ein paar Informationen. Die Phönizier haben ja schon an der ganzen Küste gesiedelt. Darüber wird relativ wenig berichtet. Aber die Römer haben natürlich vieles hinterlassen. Unter anderem so eine militärische Befestigungsanlage, einen Aussichtsturm. Und das ist im Prinzip der Turm des Meeres, Torre del Mar. Und das ist auch dann letztendlich das Ganze, was den Namen hier Torre del Mar gegeben hat. Die ursprünglichen Wirtschaftszweige, wenn man also das Ganze nachliest in Wikipedia, waren Zuckerrohranbau und heute gibt es da sicherlich viel Obst- und Gemüseanbau hier in dieser Region. Es gehört hier immer noch zum Randgebiet des Mare Plastico, wo Europa, ja zum Randgebiet würde ich schon sagen. Ne?
Ja, hier ist es aber nicht mehr so schlimm wie Mare Plastico. Nee, aber hier wird auch noch viel, viel angebaut. Aber ja, der Hauptwirtschaftszweig heute ist sicherlich der Tourismus und der Dienstleistungssektor. Ne? Ja, und Torre del Mar, das wird auch so behauptet, das sei also sozusagen das, die Stadt der Deutschen in Anführungszeichen. Und Torrox, da würden sich sehr viele Engländer niederlassen. Ob das so ist, wissen wir nicht, können wir auch nicht. Ob das trennscharf ist, wagen wir nicht zu behaupten. Was man erkennen kann, ist, es gibt einen deutschen Bäcker, es gibt einen deutschen Friseur, es gibt einen deutschen Arzt, es gibt alles in Deutsch. Alles in Deutsch. Und ja, das ist eigentlich ja, ein bisschen lustig. Ne? Ja, also Torre del Mar ist sicherlich schon etwas, was eine ganze Menge bietet. Wir nehmen euch auch mal mit zum Shoppingcenter El Ingenio. Wir sind da, das ist etwa 5 Kilometer mit dem Fahrrad entfernt und wir fahren mit euch mal mit dem Fahrrad so ein paar Strecken da lang. Wir haben uns da mal auf Google Maps verlassen. Google Maps kennt ja jeden Weg. Ja. Und hat dann, aber wirklich jeden Weg. Und dann haben wir wirklich mit der Navigation mal den Fahrradweg genommen. Und der war dann 5,5 Kilometer lang. Ja. Und dann haben wir dreimal laut gelacht, als wir zurückgefahren sind. Da war es nämlich viel kürzer. Ja, sind ansonsten etwa 2,5 Kilometer durch die Stadt durch. Und ja, El Ingenio ist ein riesen Shoppingcenter, wo man alles kriegt. Wirklich, alles. Oder fast alles. Und da sind wir auch gewesen und haben sogar Schuhe gefunden. Ach, das ist mir jetzt peinlich. Ist mir jetzt peinlich. Wer hätte das gedacht, dass man da auch Schuhe kaufen kann? Ne? Meine Mutter behauptet ja immer, ich sei ein Tausendfüßler. Und er muss das jetzt noch mal so unterstreichen. Ganz viel machen. Wir haben auf diesem Platz Arne und Katja kennengelernt. Die stehen 2 Plätze weiter neben uns und sind mit denen also auch mehrfach in Torre del Mar gewesen. Haben nicht nur hier am Platz zusammengesessen, sondern sind auch mit dem Fahrrad reingefahren zum Frühshoppen, zum Mittagessen. Und das war eigentlich auch jedes Mal immer eine ganz tolle Stimmung. Ja, also die beiden, die sind grandios. Die sind unheimlich freundlich, unheimlich nett. Ja, und ja, die machen es auch, dass es uns hier so mit gut gefällt. Ne? Das ist gnädig. Oh, nee, ne? Guten Appetit. Und jeder Campingplatz bietet natürlich auch Überraschungen. Und eine der ganz besonderen Überraschungen war, dass wir hier Heike und Carsten wieder getroffen haben. Wir haben uns bestimmt mehr als 15 Jahre nicht gesehen, aber haben uns riesig darüber gefreut und haben mit den beiden dann auch erstmal einen Markt in Torre del Mar besucht. Donnerstags ist hier Markt in Torre del Mar und da schauen wir auch mal rein. Ja. Musst du Socken? Nee. Einer von den 100.000 Socken. Habe ich mir letzte Woche auch gemacht. Und BHs gibt es hier auch. Also entweder über das Internet oder über den Anrufbeantworter, da wird die Hände. Und dann haben wir einen Laptop, haben wir mit. Ja. Und dann kann ich das machen. Dann? Ja. Meine Gerne. Danke. Zeige das Mando. O Foto. Foto. Ist okay. Pelo Foto oder? Nee, ist Film. Oh, Video. Video? Video, genau. YouTube. Hola. Ja, genau. Perfekt. Ah, YouTube? Ja, hier. In Palangre. Ja. Ja, und dann, nachdem wir uns nach 15 Jahren sozusagen zufällig wiedergefunden haben, haben die beiden dann auch gleich noch mal ihren Aufenthalt um ein paar Tage verlängert, sodass wir wirklich schöne Tage hier verbringen konnten und wirklich auch was mit denen unternehmen konnten. Zum Beispiel sind wir auch nach Malaga gefahren. Genau, guten Tag. Hallo, Elvis. Guten Morgen. Moin. Natürlich bist du zuerst begrüßt. Ja, das ist ja der Wichtigste hier. Ne? Morgen zu. Hallo, moin. So. Moin, ihr beiden. Moin, moin. Komm, lasst euch mal knuddeln hier. Ja, ist immer so schnell. Guten Morgen. Moin, moin. Ja, also toll. Hallo. Runter hier. So, und diesmal sind die Bordmänner auch pünktlich. Ja, super. Elvis, wie ist ein Leckerchen. Ja, komm, ich auch. Ja, komm. So, also wie hattest du dir das heute gedacht? Du fährst, ich navigiere. Ich packe jetzt erstmal einen Hund hinten rein. Perfekt.
Danke. Ja? Wir setzen uns im Koffer. So. Ja. Du musst erstmal Schlüssel stecken. Ich versuche jetzt mal vorne auf den Sitz. Ich mach mal hier hin. Boah, wir sind ja hier eingesperrt wie in Fort Knox. Wir sind heute Morgen zum Sonnenaufgang. Da musst du ja ganz außen rumgehen. Ja, klar. Vor 8 Uhr ist hier kein Tor. Ja. So, jetzt komm rein. Mit. Komm rein. Einsteigen. Okay. Oh. Hopp. Na, ja, komm. Morgen. Komm rein. Ja. Dann gehe ich hinter Axel und die, der Carsten hinter Ute. Ja, klar. So, machst du gemütlich. So, das ist perfekt. Boah, guck mal, so ein sauberes Auto hier. Das gibt's ja bei uns gar nicht. Nee. Das ist ja kein Weicher. Das ist ein Betrieber. Genau, es war ein Tagesausflug nach Malaga. Und da zeigen wir euch auch einfach mal ein paar Bilder. Wir sind hochgelaufen zur Festung Alcazabar, sind durch die Stadt gelaufen, wir waren in der Markthalle, wir sind am Hafen lang gelaufen und haben auch eine Kutschfahrt gemacht. Also diese, das sind ja eher Paläste, ne? Das waren auch so irgendwie so Prachtbauten, naja, unter der Burg. Bitte? Mit Hund nicht möglich. Wieso ist das drin? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man hier wohl wieder rauskommt. Salida ist da aquí? Perdón? Salida ist da aquí? La salida para ir al centro de la ciudad? So, das ist jetzt das Ziel. Und wir stehen hier in so einem Gang beim ersten Turm, ne? Guck mal, das ist eine bestimmte Kirche. Nee. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Hast du das Hotel gesehen? Den Pool da auf dem Dach? Ja, da ist doch Axel jetzt, oder? Im Hotel ist der, ach so. Oder nicht? Weiß ich nicht, da vorne war eine Kaffeebude auch. Ach so, ja dann. Fiasko. Wir werden ihn wiederfinden. Oh. Ach doch! Ach, Mist. Wo warst du denn vorher? Aha, gracias. Gracias. Danke. So Stufen, wo man echt aufpassen muss. Hier kommt die Frau hoch. Schön. Wow, guck mal da, die Pläne. Mal ein Selfie machen von uns hier, komm, Bordi. Warum? Ich mach mal ein Foto von den beiden. Ja, okay. Wow. Warte, jetzt. Ja. Die rothaarige Frau ist weg, ich glaube, ja.
Mama, ein Bild von Elvis, wie der da guckt. Ja. Ich mach das gleich vor, wenn der liegt hier, ne? Plaza de Toros. Plaza de Toros. La Malagueta. Thank you.
bin doch da einfach. Das war so mein Start. Ja, ja. Also das, was man so an einem Tagesausflug so machen kann, das... So ein bisschen Rentnerprogrammmäßig, ne? Kutschfahrt, es war herrlich, aber eben ganz gemütlich. Hat aber Spaß gemacht. Super herrlich. Ja. Ja, so, nun hatten wir ja schon gesagt, das Besondere sind hier auch die guten Nachbarn. Und dann haben wir hier natürlich auch sportbegeisterte Nachbarn. Und dann sprach mich also meine Nachbarin zur direkten Rechten an, ob ich nicht Lust hätte zu wandern. Ich hatte mir sowieso schon eine Wander-App runtergeladen. Komoot, hatte ich ja, glaube ich, habe ich schon in dem anderen Video gesagt gehabt. Ja, und dazu sind wir dann zu einer Vorbesprechung gegangen. Und das machen die jede Woche. Also einmal dienstags Vorbesprechung und mittwochs eine Wanderung so zwischen 13 und 14 Kilometern. Und von meiner zweiten Wanderung gibt es jetzt also hier gleich auch noch ein paar Schnittbilder. Wir sind nämlich um Pizarra herum gewandert. Wir sind jetzt eine Gruppe von 4-5 Leuten, die sich dann immer bemüht, eben wandern. Wobei die meisten Wanderungen auch da sind Leute dabei, die wandern schon 20 Jahre mit. Die kennen dann die meisten Wanderungen schon. Du kannst ja nicht was Neues erfinden. Es macht einfach immer Spaß. Es ist immer eine tolle Truppe dabei. Wir sind immer so 20, 30 Leute. Und wir wandern hier alles rund um Malaga ab und freuen uns jedes Mal darauf, das von Anfang November bis Ende März die Touren zu machen. Und dann machen wir die Pause. Und ich sage danke, dass ihr mich überhaupt mitnehmt. Gerne, gerne. Danke, danke. Jeder ist gerne willkommen. Ich bin jetzt Archäologe. Indiana Jones. Yay! Und das bei der Kulisse, Wahnsinn. So, die Mutigsten zuerst, ne? Mit Blitz. Ja, gucken wir mal, geht dabei, ne? Komm. Wo lang? Da. Da geht's ja, ja, da. Das sind wir wieder gelegt, oder? Ja, weitere Exkursionen, über die wir vielleicht noch berichten können, ist eine Exkursion nach Nercha. Die Höhlen von Nercha, das sind Tropfsteinhöhlen oder eine große Tropfsteinhöhle, die man besichtigen kann. Also die Größe der Höhle ist durchaus beeindruckend. Es ist eine trockene Tropfsteinhöhle, also es tropft nichts mehr. Na ja, gut, das ist anders, als wenn man im Sauerland mal gucken geht und schaut sich da irgendwie so die Höhlen. Ja, die sind ja alle noch nass, ne? Und ja, die sind da einfach noch im Prozess und das hat man hier bei dieser Höhle nicht. Und das Besondere an dieser Höhle ist eigentlich, dass auch dort, sie ist sehr spät entdeckt worden. Sie ist erst, ich glaube, 1959 oder 1960 entdeckt worden und dann auch 1960 für die Öffentlichkeit schon in Teilen geöffnet worden, dass man dort reingucken könnte. Und man hat auch archäologische
Funde dort gesehen und hatte also Zeichnungen gefunden. Das heißt, es gab wohl auch kleine Menschengruppen, die dort zu früheren Zeiten schon gelebt haben. Ne? Ganz früh hat man wohl geglaubt, dass es bis auf die Neandertaler geht, aber das wurde schon widerlegt in den Studien. Und insofern geht es so bis zur Bronzezeit wohl zurück. Naja, das ist aber auch schon mal lange. Aber ne? Das ist ja aber auch schon mal eine ganze Ecke. Und dann ist die Höhle wahrscheinlich irgendwann wieder in Vergessenheit geraten und erst dann jetzt wieder entdeckt. Aber natürlich die Attraktion in Nercha und man kann da hinfahren. Wir sind mit dem Auto hingefahren, also mit dem Wohnmobil hingefahren. Wir konnten da sogar parken. Ja, hat also auch knapp gereicht, der Parkplatz. Ja, ja, knapp. Ganz leichter Überhang, aber ansonsten war das absolut okay. Ja. Für 2 Euro kann man da parken, während man die Höhle besichtigt. Ansonsten ist es natürlich eine reine Massenabfertigung dort, dass dort also wirklich scharenweise oder schlangenweise die Menschen über den Weg getrieben werden. Hola. Hola. ¿A qué hora tiene? ¿Bien? ¿Ya? ¿Ya? Aber das ist echt. Hier hätte man der kleine Hobbit drehen können. So, und dann kam noch wirklich eine ganz große Unannehmlichkeit. Ja. Wir hatten. Also um es gleich vorweg zu sagen, es ist so, wie es aussieht, stand heute gerade noch mal gut gegangen. Wir hatten ja im Vlog 2 davon berichtet, dass Elvis was am Strand gefunden hat, was Axel morgens um 6:30 im Dunkeln nicht gesehen hatte. Und dann hatte er einen Faden im Hals, den wir dann so gut als möglich entfernt hatten. Und wir haben ihn dann ja auch in der Folge beobachtet. Ja. Alles gut. So, und jetzt waren wir also hier auf Almanat. Und der Hund hat 8 Tage lang ordentlich Durchfall gehabt. Dann gesellte sich noch übergeben dazu. Und dann irgendwie ist mir irgendwann der Kragen geplatzt, weil ich, also es half gar nichts. Und dann sind wir doch zum Tierarzt gegangen. Also es war eine Veterinärklinik, muss man so sagen. Und wie das dann natürlich immer so ist, war das freitags um 2:30. Und samstags. Samstags um 2:30. Und um 2 machte dann auch die reguläre Praxis zu. Und wir waren aber ja noch in der regulären Zeit da. Also die haben uns wirklich betreut. Da bin ich glücklich. Haben die super gemacht. Das fing ganz harmlos an. Der Hund hat aber nicht nur Durchfall, ne? Weil das sieht man ihm ja am Fell auch an. Nee, hat Niere und so weiter. Erklärt man, naja, dann sollten wir erstmal ein Blutbild machen. Dann haben sie ein Blutbild gemacht. Das war wunderbar, das Blutbild. Erstaunlich gut für Elvis.
Ja, was machen wir dann? Ja, ja, Röntgen. Ja. Ja, Röntgen. Und was ist? Auf diesem blöden Röntgenbild ist der Angelhaken, den er in Roses vor 5 Wochen gefressen hat. Genau. Das war, ja, was macht man dann? Große Besprechung. Also die Ärztin sagte, dass davon kommt der Durchfall und das Erbrechen. Der Körper will das irgendwie loswerden, hat aber eigentlich keine Chance, weil das sitzt ja fest. Ja, dann bespricht man das so. Ja, wir versuchen es erstmal endoskopisch, das heißt durch den Hals. Der Hund wird in kurz schlafen gelegt. Das hat nicht mehr funktioniert. Dafür haben sie aber noch jede Menge Angelschnur aus dem Magen geholt. Und dann riefen sie also irgendwie so gegen 9:30 nochmal an. Wir müssten nochmal unbedingt kommen. Dann haben wir uns entschlossen, ihn operieren zu lassen. Einen fast 10-jährigen Hund. Das Risiko war recht hoch. Und das haben die gemacht. Die haben da dann nochmal 2 Stunden operiert. Die haben also das Innerste nach außen gewühlt. Sie haben den Angelhaken gefunden. Und bei der Gelegenheit auch noch die Niere, die Milz mit entfernt, weil die super vergrößert war und die sah schon gar nicht mehr gesund aus. Und jetzt hat er unterm Bauch eine frische 22 cm lange Narbe. Wir haben ihn schon wieder, heute ist der 3. Tag nach der OP, wir haben ihn schon wieder mit nach Hause genommen. Mhm. Er frisst, er macht alles, was er soll, er säuft, ist natürlich wirklich schlapp, sehr schlapp. Aber er kommt auch schon wieder hier die 5 Stufen ins Wohnmobil hoch. Das macht er natürlich nicht allzu oft, aber das kann er schon. Und wir glauben, er überlebt's. Ja, sieht also zumindest alles gut aus, dass es einen guten Verlauf nimmt. An der nächsten Woche Montag ist nochmal nach einer Woche ein Check-up, also eine Revision. Und dann gucken wir einfach mal. Im Moment, wie gesagt, ist halt Schongang angesagt. Und wir lassen ihn nicht aus den Augen. Krankenstation. Ist es aber, so ein bisschen, ja genau, wir müssen ihm... Das ist schon in Ordnung so. Und die Nachbarn sind wieder unvergleichlich, die Anteilnahme ist groß. Jeder kommt hier vorbei und fragt, und wie geht's dem Kranken? Und es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Und so, guten Morgen. Dann gucken wir mal ins Krankenzimmer. Wie geht's denn dem Patienten heute? Hallo Elvis. Ja, wir haben so Training-Pads hier untergelegt, das ist, damit die Rundflüssigkeit ein bisschen aufgesaugt wird. Und ich glaube, die Nacht hat er gut verbracht. So, jetzt nehme ich mal die Hundeleine und dann gucken wir mal, ob er motiviert ist, Gassi zu gehen. Ha? Elvis, was hältst du davon? Machen wir eine Runde? Ja? Ja, komm, hoch. Ja, ist noch ein bisschen unangenehm. Und ja, dann gucken wir mal. Ja, machen wir mal die Leine dran. So. Jawohl. Und das geht auch schon ganz prima. Nee, den Ball lassen wir hier. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde Gassi. Elvis, ha? Schick mit T-Shirt, ja, damit er am Bauch nicht leckt. Das ist eine gute Maßnahme. Und damit der Dreck draußen bleibt. Ja? Und der Dreck soll natürlich auch draußen bleiben. Elvis, ja, guten Morgen. Gut geschlafen? Ja, ja, unsere Planung für die nächsten Tage sind hauptsächlich bestimmt durch Elvis, den wir hier jetzt auf Krankenstation beaufsichtigen. Du gehst morgen eine Runde wandern, da wird es dann auch noch mal ein Video geben. Ja, genau. Ab 15 geht es dann wieder Richtung Norden. Ja. Und da werden wir natürlich dann auch in einem nächsten Tourvlog drüber berichten, was uns auf der Rückreise passiert, und werden natürlich auch über den Genesungsverlauf, der hoffentlich sehr kurz ist, über Elvis berichten. Es gibt ein paar Starfotos von ihm. So, wir sagen erstmal vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und wenn ihr dann ein Däumchen nach oben gebt oder noch ein Abo dalasst, dann sind wir wunschlos glücklich. Ansonsten würde ich sagen, adios, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.